der Sturm. Frederik ist behindert. Die Schulleitung des Burggymnasiums in Wettin hat ebenfalls reagiert. Und da die Sturmspitzen für die Mittagszeit angesetzt sind, haben wir uns dann entschieden, Schüler fallen zu lassen. Denn gerade in Sachsen-Anhalt drohen am Nachmittag Sachsen-Geschwindigkeiten mit bis zu 20 km/h. Die nachfolgenden Fahrer sind behindert. Eine blanke Katastrophe, wir kommen voran. Wenn sowas noch hier, dann halten sie uns auch bloß mal alle auf. Glatt sein sollte. Naja. Erneutes Anfahren ist möglich. Selbst ein Streu kommt vom Fleck auf der vereisten Straße. Die Polizei bittet alle Auto- und Lkw-Fahrer zu fahren und das Wetter zu unterschätzen. Das gilt auch für die A2 heute Morgen bei Bornstedt. Hinzu kommt Stop and Go wegen eines Unfalls. Schon in ihren Gehegen, die Großen und die Kleinen. Nicht alle und die Kleinen. Nicht alle, wie man ganz gut sieht, die besonders sensiblen Tiere. Es gibt auch so harte Kerle wie die Kakao oder auch da drüben die Ponys. Die bleiben hier, die trotzen dem Wetter. Und wie es den Tieren geht, das weiß am besten nicht der Tierinspektor Michael Bilamas. Herr Bilamas, die Kamele stehen hier noch hinter uns, eisenhart. Die bringen Sie nicht rein, warum nicht? Ja, die brauchen wir nicht reinbringen. Die haben von der Natur aus nicht das so geschaffen bekommen, dass sie also Temperaturunterschiede nicht wegstecken können. Und natürlich die Stürme, so wie sie jetzt angekündigt sind, auch nicht. Sie leben normalerweise in der Mongolei. Da gibt es Sandstürme, Schneestürme. Ein Problem für die Tiere. Sie können aber ihren Stall nicht aufsuchen. Das werden sie dann nicht haben. Wir kontrollieren das alles und dann ist das alles nicht gut. Sie haben ja hier im Tiergarten ziemlich viel alten Windbestand. Wir sehen die auch immer schon so ein bisschen tanzen. Konnten Sie das vorweg irgendwie sichern? Also wissen Sie, falls irgendwie was umknicken sollte, das könnte ja trotzdem für die Tiere auch gefährlich werden. Ja, Baumpflege. Und deshalb hat die Tierleiterin Frau Breit entschieden, den Tiergarten zu schließen, dass Besucher reinkommen können. Wann war denn der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt wird's heiß? Also wir wussten, dass heute hier der Koch kommt. Genau, weil jetzt kommt er. Wir hören es und wir sehen es. Sie sind ganz gut vorbereitet. Hinter uns knicken tatsächlich schon einige Bäume da im Wald immer wieder um. Und wie es Herr Busenius gesagt hat, die Daumen drücken, dass alles gut geht. Ja, 10 bis 15 Zentimeter gibt es. Markus Weiß. Frederik fegt Deutschland heute bis ins Tiefland so richtig durch.